So, aber jetzt, vor 3 Tagen hat der Devilo schon gesagt, Alden, probier doch mal hier den Spot wieder mit den Ränken. Ich mache hier so übelst die Kohlen und es ballern eben auch die seltenen Ripusmaren, Ludoga-Ränken rein und auch die Foxy-Ränken. Und da probieren wir doch jetzt hier unser Glück nochmal vom Land am Ladoga, schön mit der Pose auf Ränke. Also es zuppelt hier schon die ganze Zeit und links und rechts gehen sie überall rein, so soll das. Immer wieder kleine Zwergmarinen dabei, aber eben auch richtig schön große Ränken. Also die, die auch richtig gut reinballern. Ich mache mal ein bisschen leiser, das knallt so hier von der Bügel. So, also ein paar Minuten stehe ich jetzt hier schon. So, zack, zack, machen wir nochmal eben den Clip weg. Und jawohl, so kann das gehen. Und da, Alter, dann schnell auf die 1, auch noch gehackt. Es ist tatsächlich so ein bisschen stressig. Wenn man hier mit 3 Posen gleichzeitig steht, kann es sein, dass man hier richtig gut in Wallung kommt. Aber das ist ja auch gar nicht so schlecht, ne? Also schön ein nach dem anderen hier rausziehen, am besten mit einer guten Frequenz. Dann ballert das auch vom Silber her richtig gut rein. Foxy, Ränke, ja Mann. Die wollen wir haben. Die wollen wir in groß. Und ich habe zweierlei Setup jetzt so ein bisschen. Also ich habe ein bisschen rumgespielt jetzt. Die ersten paar Minuten jetzt schon hier. Viertelstunde ungefähr. Und das war schon ganz gut. Und ja, jetzt gucken wir mal, was da noch weiter reingeht. Im Idealfall, wie gesagt, die Foxy-Ränke. Das wäre schon ganz cool. Denn die fehlt mir auch noch als Trophy. Das wäre der absolute Oberhammer. Einer von diesen seltenen Fischen endlich mal abhaken. Ludoga-Ränke, Ripusmarine geht ja immer mal wieder rein. Die sind gar nicht so selten. Zwergmarine natürlich auch. Also das sind die, die man relativ schnell und easy fängt. Aber dann sowas wie Walambuckelmarine, Foxy-Ränke, das sind die seltenen. Ja, und im Großen und Ganzen, wie auch schon im letzten Video hier zu diesem Spot oder da ein bisschen weiter rechts, da war ja auch noch ein Spot, gesagt, also das ist schon ein bisschen gebufft worden, das Ganze. Vor Monaten wurden schon die Fische gebufft von Silber her und zuletzt war es ja nochmal ein Buff für die Möglichkeit, Fische zu fangen mit Pose vom Land aus. Also das wurde auch nochmal ein bisschen gebufft, dass das ein bisschen besser geht, ein bisschen leichter geht. Und ja, man merkt es tatsächlich, also mittlerweile immer wieder gute Stellen hier am Ladoga, die man auch richtig gut mit der Pose beangeln kann. Ob das jetzt hier mit der Match ist oder mit der Stippe, muss jeder für sich halt entscheiden. Ich bin jetzt hier gerade unterwegs, Sekunde nochmal eben gucken. Ja genau, also der Devilos hat das auch so geschrieben, 10 Meter Clip und dann auf 1,20 Meter Tiefe eingestellt. Also gar nicht so wirklich weit raus. 10 Meter kriegt man locker auch eben mit der Stippe hin. So als Orientierung einfach da vorne in den Schatten rein, wenn man da nicht unbedingt klippen will. Das mit dem Klippen ist auch immer so ein bisschen tricky. Ich mache den Clip immer wieder auf. Einfach nur, damit ich da nicht irgendwie zufällig dran rumzuppel, wenn ich dann die Rute schon mal aufhebe. Denn wenn der Clip drinne ist und man hat ein bisschen Wind, so wie jetzt zum Beispiel, der Wind kommt von hinten, die Posen treiben immer schön ins Stramme sozusagen rein. Wenn man dann vorzeitig hochzieht, dann kann das schon mal sein, dass man so einen Ruckler hat und vielleicht den Fisch dann irgendwie verscheucht. Das wollen wir natürlich nicht. Andererseits, solche kleinen wie jetzt gerade, die verscheuche ich halt gerne. Da dann einfach ein bisschen dran rumzuppeln, wenn die so ganz langsam runterziehen und zaghaft das hier, naja, dann einfach verscheuchen, zack, zack. Damit der Spot wieder oder der Haken wieder frei ist. Denn die ganzen kleinen Zwergmarinen hier oder sowas hier, kleine Döbel sogar, die wollen wir nicht. Warte mal, jetzt gucken wir gleich mal ins Setup rein. Ey, Seeforelle. Meerforelle, das wär's, wa? Seeforelle macht diesen Hebebiss. Geht schön die Pose nach oben und fährt an der Oberfläche lang. Macht der Döbel auch manchmal. Aber die Seefo,
Das ist die gefährliche hier. Die kann eben auch ein paar Kilo schwer werden. Also da vielleicht nicht ganz so fein reingehen mit der Stippe. Das gesamte Setup natürlich hier wieder schön übertrieben, wie sich das gehört. 7,8 Kilo Fluorocarbon komplett. Man kann natürlich auch eine geflochtene nehmen. Man kann auch eine Monoschnur nehmen als Hauptschnur. Plus Vorfach. Gar kein Problem. 6er Haken. 6er Haken funktioniert immer wieder ganz gut, gerade bei den Ränken, gar nicht so schlecht. Aber wie gesagt, mit dem 6er Haken waren bisher auch noch nicht zu große Brocken dran und für die Ränken passt es eigentlich immer ganz gut. Aber auch, und da gucken wir jetzt hier eben rein, mal ruhig sowas wie einen 10er Haken verwenden. Den habe ich jetzt hier drauf. 10er Haken, wieder gleiche Kombination. Wenn ihr die Kombination noch nicht könnt, eins von beiden, entweder Stein oder die Eintagsfliegenlarve. Meistens geht die Eintagsfliegenlarve ein bisschen besser, aber man hat auch häufiger, normalerweise häufiger, die Zwergmarinen solo drauf. Deswegen will man die Zwergmarinen ja vielleicht so ein bisschen ausschließen. Aber die beiden Köder sind so hier die absoluten Main-Köder. Das funktioniert immer wieder gut. Ja, wie gesagt, hier einen 10er-Haken jetzt nur drauf. Einfach auch mal, um zu testen. Und ja, es war ja gerade die Foxy-Ränke. Ripus Foxy hier eben auch drauf. Also das funktioniert wohl auch, wie gesagt, dann mit dem 10er-Haken. Zack. Aber die Frage ist, wo lungern sie rum? Ludoga. Ja, Ludoga waren gerade auch schon mit über 2 Kilo hier. Gucken wir mal eben nach Gewicht. Genau, 2,6 Kilo, 2,5. Das lohnt dann schon. Also das ist dann von der Kohle her gar nicht so schlecht. Die nehmen wir doch gerne alle hier mit. Schade. Übersehen. Und ja, dann gucken wir mal, was das Ganze hier noch so bringt. In Gänze von der Kohle her muss das, wie gesagt, ganz gut reingehen. Denn durch den Buff haut das halt richtig gut rein. Zack, und hier geht's weiter. Foxy Ränke, guck dir das an. Sehr schön. Auch jetzt hier nochmal auf 10 Meter Clip, 1,20 Meter Tiefe. Ja, was man natürlich noch testen kann, sind verschiedene Tiefen. Wie tief stellt man das Ganze ein? Also da so ein bisschen variieren. 1,20 Meter funktioniert zurzeit richtig gut. Durchaus möglich aber, dass die Foxy-Ränken oder sowas auch mal ein bisschen tiefer unterwegs sind. Dass man da so ein bisschen Variation hat. Und natürlich auch beim Wetter immer drauf achten, bei welchen Temperaturen es vielleicht mal besser oder mal schlechter geht. Na guck, Alter, die nächste Sefo. Und da geht es schon wieder. Ist schon, ne, nicht mehr gehakt, aber den nehmen wir noch hier mit raus. Eieiei. Jetzt haben wir hier Regenwetter, schöner Wetterwechsel. Ja, ich ziehe jetzt hier einfach durch. Der Wind hat auch ein bisschen gedreht, das heißt, es treibt jetzt gerade so ein bisschen hier rüber. Also eigentlich so der gesamte Bereich von hier bis hier rüber hat eigentlich alles die ganze Zeit funktioniert. Ich habe hier vorne rechts ein bisschen weiter angefangen und bin jetzt hier ziemlich stramm nach links rüber. Und auch da klappt es immer noch. Ja, so viel dazu. Ich glaube, wir haben alles. Wir gucken gleich natürlich nochmal kurz in den Kescher rein, ob sich das Ganze gelohnt hat und welche Fische hier am meisten Silber bringen. So, schauen wir mal schnell ins Café noch. Da haben wir direkt hier die Ripus tatsächlich. Guck mal da, in klein, 2x 200 Gramm. Ach, das ist ja auch ein Ding. 20 Silber dafür. Döbel, so große hatten wir nicht. Sefo auch nicht. Das ist auch gut so. Also, was war das jetzt? 20, 19 Silber irgendwas. Und dann haben wir hier noch, mal kurz eben nach der Fangzeit. Hier sind gerade nochmal Wolchow-Ränke reingegangen. Richtig, richtig krass. Direkt hintereinander hier bei dem Regenwetter. Und nach Price sortiert kommen wir jetzt hier in 30 Minuten auf 300 Silber. Fangzeit, ja, ziemlich genau 30 Minuten. Also passt das doch richtig gut. In der Zeit hier richtig gut Kohle und ich mache jetzt weiter und hoffe hier auf einen seltenen Biss. Petri Lümmels, wenn es gefallen hat, Daumen da lassen, Kanal abonnieren gefällt mir und dann sehen wir uns im nächsten Video oder im Livestream auf Twitch, montags, mittwochs, freitags, 19 Uhr. Bis dahin.